Heute werde ich für dich manifestieren. Vielleicht denkst du jetzt, hä, woher kennt die denn meinen Herzenswunsch? Ich meine, wenn du dir meine Videos anschaust, kann ich mir sehr gut vorstellen, was dein Herzenswunsch ist. Aber um den speziell geht es jetzt im ersten Teil, erfolgreich manifestieren, leicht gemacht, noch nicht. Da kümmern wir uns im Speziellen im zweiten Teil drum. Heute geht es um etwas ganz Elementares. Einen ganz großen Fehler, den wir beim Manifestieren als Menschen immer wieder gerne machen, dass du den nämlich vermeiden kannst. Und welcher das ist und wie ich für dich manifestiere und wie dadurch dieses Video auch nochmal zu einem ganz besonderen Video wird, all das noch viel mehr verraten wir dir jetzt in diesem Podcast-Video. Moin Magic Soul, ja wir sind's, Annette und Easy, meine Seele, heute nochmal live aus Hamburg. Wie schön, dass du da bist, okay? Los geht's. Ja, manifestieren finde ich so faszinierend, weil manifestieren ist für jeden. Es gilt nicht mehr darum, nur der eine darf das oder der andere darf das, sondern wir können das alle erlernen. Und Meister zu werden, was das Manifestieren angeht oder dass das Manifestieren für uns völlig selbstverständlich wird, und zwar das bewusste Manifestieren, das ist nämlich ganz, ganz wichtig für die neue Welt, weil da werden wir das praktizieren. Da werden wir das nicht mehr in Frage stellen, sondern da wird das völlig normal für uns werden. Im Grunde genommen haben wir eigentlich immer schon manifestiert. Aber meistens das, was wir gar nicht wollten, weil Manifestieren ja mit deinen Gedanken und mit deinen Gefühlen zusammenhängt, auch mit deiner inneren Überzeugung, ob du überhaupt das, was du manifestiert hast, eben auch in dein Leben lässt oder nicht. Da wir aufgrund unserer Gesellschaft hier oft mehr auf das Negative fokussiert waren, was sich ja jetzt zum Glück alles ändert, weil wir ja uns ein neues Bewusstsein geschenkt haben und einfach ganz anders an die Dinge rangehen, nochmal neu überdenken und einfach auch für uns jetzt nochmal wirklich schauen, was wünsche ich mir eigentlich, was will ich eigentlich, weil Manifestieren ja letztendlich dir das Tor öffnet für deine Fülle und für deine Wünsche und für deine ungeahnten Möglichkeiten, die du hast. Und vor allen Dingen wirst du dir bewusst, welche Macht du hast über dein Leben, dass dir das Leben nicht mehr passiert, sondern dass du dein Leben gestaltest, dass du der Schöpfer deines Lebens bist. Und das Spannende ist ja auch bei den Herzenswünschen, die wir so gerne haben, die wir so gerne manifestieren, dass die in der Regel von deiner Seele kommen. Damit meine ich nicht die Wünsche aus dem Mangel heraus, ne? Zum Beispiel, ich wünsche mir einen Seelenpartner, damit ich endlich geliebt werde, damit ich endlich gesehen werde, damit der mich endlich glücklich macht, weil das ist nicht seine Aufgabe, sondern wenn es dein Herzenswunsch ist, dass dein Seelenpartner in dein Leben kommt, aus der Fülle heraus, boah, ich wünsche mir einen Seelenpartner, mit dem ich diese wahrhaftige Liebe leben darf, diese auf Augenhöhe, diese Partnerschaft, wo ich mich selbst liebe, wo ich in meinem Selbstwert bin, wo ich in meiner Selbstverantwortung bin, ist das etwas ganz, ganz anderes, weil dann ist das der Wunsch aus der Fülle heraus und das ist auch der Herzenswunsch deiner Seele, denn dein Herz ist ja das Sprachrohr deiner Seele. Und diese Wünsche existieren ja bereits. Und das Spannende ist, wenn sich dieser Herzenswunsch in dir ausbreitet sozusagen, wenn der auftaucht, dann ist das ein gutes Zeichen, dass deine Seele jetzt sagt, so, jetzt ist der Zeitpunkt da, jetzt bist du bereit dafür und jetzt ist eben auch die Zeit da und jetzt gilt es eben darum, deine Programmierung zu ändern, dass du zu der Version wirst, die letztendlich auch diesen Herzenswunsch haben kann, weil dann musst du auf einer ganz bestimmten Frequenz schwingen, um eben auch deinem Herzenswunsch zu begegnen. Nun ist es aber meistens so, dass wir uns so einen Stress machen, wenn wir manifestieren und so einen Druck machen und diesen Herzenswunsch, den wir haben, so auf dieses Podest stellen, habe ich ja neulich ja schon mal drüber gesprochen, dass wir gar nicht auf die Frequenz kommen, wo unser Herzenswunsch ist und wir dann frustriert sind und es uns einfach nicht gelingen will. Und so, wie ich ja schon gesagt habe, entweder ne, ziehst du den Herzenswunsch runter zu dir oder du steigst eben auch auf dieses Podest so, damit ihr auf Augenhöhe seid, so, damit ihr euch natürlich auf der Frequenz bewegen könnt. So, Stress, Druck, oder auch überhaupt die Angst, dass du es nicht wert bist, dass sich dein Wunsch nicht manifestiert, dass das nicht in dein Leben kommt, was du dir wünschst, sind wirklich Killerfaktoren sozusagen für deine Manifestation. Das sind mit die größten Fehler, die wir Menschen immer wieder machen, wenn es ums Manifestieren geht. Und darum möchte ich heute in diesem ersten Teil mit dir etwas ganz Leichtes und Wunderschönes manifestieren, sodass du für dich erleben kannst, wie relaxed und einfach diese Manifestation in dein Leben kommt. Und das Spannende ist auch noch bei diesem Video, wer auch immer sich dieses Video anschaut und mitmacht, wir werden dadurch diese Frequenz noch viel mehr verstärken können. Wir werden
sozusagen auf einer Frequenz schweben und baden, wo ganz viel Liebe ist. Denn den Gedanken, den ich dir heute mitgebracht habe, denn wie manifestierst du? Mit deinen Gedanken und mit deinen Gefühlen, ist ein wunderschönes Symbol. Es ist das Symbol der Liebe, unserer stärksten Kraft und Energie, die wir haben. Es ist das Herz. Wie ich finde, ein wunderschönes Symbol, weil du diese beiden Teile hast, die eins ergeben und zusammen verschmelzen. Und dieses Herz, wie es sich dir auch immer zeigen wird, ob 3D, ob als Illustration irgendwo draußen auf einer Wand gemalt oder ob es ein Geschenkpapier ist oder ob es vielleicht in deinem Kaffeeschaum ist oder ob du ein Herz siehst oder ob dir ein Blatt als Herzform erscheint oder ob du ein Herz im Asphalt siehst, wo auch immer dir ein Herz oder auch mehrere Herzen begegnet werden. Und das ist das Symbol, was ich für dich manifestiere. Das ist jetzt dein Gedanke, das Herz. Und ich werde jetzt öfter noch dieses Wort Herz benutzen, damit es immer präsenter für dich ist, dass du gar nichts anderes mehr denken kannst als Herzen. Herzen, die jetzt in dein Leben strömen werden, Herzen, die sich jetzt zeigen werden. Und du wirst dadurch ganz automatisch, weil jetzt Herz so präsent ist in dir, deinen Fokus auf ein Herz richten. Du wirst völlig automatisch Herzen sehen, in welcher Form auch immer, in welcher Couleur auch immer. Das machst du ganz automatisch, weil du dich mit diesem Gedanken beschäftigst, mit diesem Symbol, mit diesem Wort. Und wie fühlt sich das an, dass dir heute Herzen begegnen werden? Das fühlt sich gut an, oder? Und hast du eine gewisse Angst oder fühlst du einen Druck dabei? Oder hast du das Gefühl, es nicht wert zu sein, dass sich dir ein Herz oder auch mehrere Herzen zeigen werden? Nein, oder? Du bist völlig relaxed. Und das ist, wie gesagt, eins der größten Fehler, den wir Menschen immer wieder machen, dass wir uns so einen Druck machen. Dass wir es so in Zweifel stellen, dass wir es wert sind, dass sich unsere Manifestation auch erfüllt, dass sich unser Wunsch auch zeigt, dass dieser Wunsch auch in unser Leben kommt, der ja letztendlich schon existiert. Das heißt, du hast jetzt einen Gedanken und den verbindest du mit einem guten Gefühl. Denn letztendlich sind wir es ja auch, die den ganzen Dingen eine Bedeutung geben. Wir mit unserer Programmierung, wie wir denken, wie wir fühlen, unser Filtersystem bestimmen ja, ob etwas negativ ist, ob etwas positiv ist, ob etwas uns Stress macht oder eben nicht. Weil ursprünglich sind die ganzen Dinge neutral. Wir geben dem Ganzen eine Bedeutung. Das heißt, letztendlich kannst du immer noch mal für dich schauen und checken, wie fühlt sich dieser Gedanke an, um diesen Gedanken eben zu ändern, um eben auch dein Gefühl zu ändern oder eben um deinen Gedanken ein neues Gefühl zu geben. So, du hast jetzt den Gedanken Herz, der jetzt immer mehr Raum einnimmt in deinem Bewusstsein, in deiner Wahrnehmung. Du hast dadurch deinen Fokus neu ausgerichtet und du hast deinem Gedanken ein positives Gefühl geschenkt. So, jetzt geht es darum, dass du auch bereit bist, das Herz zu empfangen. Weil den Fehler, den machen wir Menschen nämlich auch gern, neben Stress und Angst, dass wir uns das gar nicht erlauben. Dass wir das Gefühl haben, dass wir es gar nicht wert sind, dass dieser Herzenswunsch in unser Leben kommen kann. Und dabei möchte ich dir jetzt eine Affirmation an die Hand geben, wo du dich so richtig schön für die Herzen öffnest. Für diese Manifestation, die wir heute ins Leben gerufen haben. Indem du sagst, ich freue mich auf all die Herzen, die sich mir heute und in den nächsten Tagen zeigen, die sich mir offenbaren werden und die in mein Leben strömen werden. Ich freue mich drauf. Ist das nicht cool? Weil was hast du jetzt gemacht? Du hast nicht gesagt, ich muss jetzt dies oder ich muss jetzt das, sondern du hast etwas ganz Einfaches gemacht. Du hast dich drauf gefreut. Und wenn du dich freust, schwingst du anders, dann schwingst du hier in der Fülle. Das heißt, du öffnest dich und kannst natürlich auch viel leichter empfangen. Weil wenn du zumachst und sagst, oh nee, und ich weiß nicht, ob das kommt, wird es nicht funktionieren. Darum öffne dich. Und allein, weil du dich darauf freust und sozusagen damit die ganzen Herzen in dein Leben eingeladen hast, werden sich ganz viele zeigen. Und vor allen Dingen, weil wir das jetzt ja alle machen, was meinst du, wie viele Herzen sich jetzt in heute, morgen, in den nächsten Tagen oder überhaupt Wochen, Monate zeigen werden? Das wird ein richtig schönes Liebesbad sozusagen, in dem wir baden können. Und ich garantiere dir, jedes Mal, wenn du ein Herz siehst, wirst du lächeln und wirst für dich erkennen, wie leicht, erfolgreich
Manifestieren geht. Cool, oder? Gib mir mal ein High Five. So, und um das jetzt zu starten, möchte ich dich bitten, dass du ein ganz bestimmtes Symbol, na, welches wird das wohl sein, in die Kommentare schreibst, damit wir wissen, dass du dabei bist, um diese positiven Vibes in die Welt zu tragen, diese wundervolle Liebe, in der wir heute und in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, wie lange auch immer, baden werden. Wir hoffen, dir hat dieses Podcast-Video gefallen und du wirst die nächsten Tage einen Heidenspaß haben mit deinen Herzen. Und nächste Woche geht es weiter mit Erfolgreich Manifestieren leicht gemacht, wo wir uns natürlich nochmal speziell deinem Herzenswunsch widmen. Heute ist es eine wunderbare Einstimmung dafür und wie gesagt, wir wünschen dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ciao for now, we love you, du bist Magic, deine Annette und Easy.